So, das nächste Beispiel für 14.4 Beispiel ist Körpergröße. Ja, also in Deutschland gilt die Standardabweichung von Körpergröße ist ungefähr 9,5. Ich sage mal ungefähr 10, damit ich besser rechnen kann. Das soll jetzt ja eine Regel werden, wo Sie sich ein bisschen was merken können. Ja? Also wenn das Sigma 10 ist, dann ist die Effektstärke, also ja, wenn man irgendeinen Einfluss angucken will auf die Körpergröße, wenn man jetzt, wollen wir hier auch mal 0,2, 0,4, 0,6, ja, vergleichen. Was bedeutet also eine Effektstärke von 0,2, wenn man sie bei Körpergröße betrachtet? Ja, 0,2 Standardabweichung, und eine Standardabweichung ist 10 cm, also sind es ungefähr 2 cm. Ja, das sind ungefähr 4 cm, das sind ungefähr 6 cm. Ja? Größenunterschied. Ja, da kriegen Sie vielleicht ein bisschen Gefühl, was so eine Effektstärke von 0,2 bedeutet. Also, wenn wir die zwei Gruppen haben und die eine Gruppe ist im Durchschnitt 2 cm größer als die andere, sieht man so ein bisschen, ne, ist schon was. Bei 4 kann man es schon sehen, das ist zum Beispiel der Unterschied zwischen zwei Klassenstufen in der Grundschule. Zwei aufeinanderfolgende. Ja, vielleicht nicht von erster auf zweite, aber so zwischen dritte, vierte oder vierte, fünfte. Ja? Dann ist der Unterschied so zwischen 4 und 5 Zentimeter. Also das sieht man schon. Ne? Wenn die Kinder ein Jahr älter sind, merkt man schon deutlich, dass sie größer sind. Und weit man herkommt, dann ist es wirklich ein riesiger Unterschied. Ja? Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, der Unterschied zwischen Männern und Frauen, also Männer, Frauen, kann man nochmal nachgucken. Also Männer ist der Erwartungswert, also der Erwartungswert, wenn ich war von Körpergröße, wenn ich schon weiß, Mann, ja, dann ist die Körpergröße ungefähr im Durchschnitt 178 cm, der Erwartungswert Körpergröße Frau. Ja, erwachsene Leute sind das ungefähr 1,65. Das heißt, der Unterschied hier sind 13 cm. Das ist also eine Effektstärke von 1,3. Ja, also das ist sehr viel stärker. Der Größenunterschied zwischen Männern und Frauen, der jedem sofort auffällt, der ist viel, viel größer als das, was man in der Schule erreichen kann. Ja? Also hier, das sind so die Größenordnungen, was in der Schule passiert. Aber ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen. Das ist das Beispiel natürlich nicht von mir, sondern auch von Herrn Beispiel. Ja. Okay, so, ich hoffe, dass Sie damit so ein bisschen Einblick in die didaktische Literatur bekommen. Und Sie könnten ja auch sagen, dass Sie vielleicht in der Bachelorarbeit oder irgendwo selber mal was in der Schule untersuchen. Und da würde ich Sie dann bitten, die Effektstärke auszurechnen, damit Sie sehen, ob das, was Sie machen, von der Größenordnung her eher was Normales, was besonders Tolles oder was ist, was nicht so gut funktioniert. Ja, auch das ist wichtig. Ne? Es ist wichtig, wenn andere Leute wissen, dass irgendwie bestimmte Sachen nicht so gut funktionieren. Ja? Weil dann könnte man sich einfach sparen, hier einzuführen. Kann man sehr viel Geld sparen. Das ist fast wichtiger noch, diese Ergebnisse hier als diese hier. Okay, gut. So viel zu diesem Beispiel.